Wenn es dir so geht wie mir, dass du in diesem Jahr deinen Urlaub zu Hause verbringst und nicht in den Urlaub fährst, dann bist du genau richtig hier. Denn heute kannst du mit mir zwei schöne DIYs für deinen Balkon oder die Terrasse gestalten. Im heutigen Video gibt es Anregungen, zum Beispiel für die Gestaltung eines Miniaturgartens. Unter anderem. Und welche Rolle dabei diese kleinen Mini-Muffin-Förmchen aus Blech oder Alu dabei spielen, werde ich euch in den nächsten Minuten zeigen. Diese hier sind übrigens noch übrig von einem bereits gedrehten Video und ich werde euch hier oben, hier oben eine Infokarte verlinken, in der ihr auf die ihr klicken könnt, um euch anzuschauen, was ich damit schon bereits gemacht habe. Und damit ihr einen kleinen Vorgeschmack bekommt, zeige ich euch das gerade noch bildlich. Tada! Da sind die Muffinförmchen bei mir zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Und zwar habe ich wunderbare kleine Nadelkissen-Cupcakes genäht. Aber jetzt geht's nach draußen und zunächst zeige ich euch, welche Dinge ich für meinen Miniaturgarten verwendet habe, welche ich zu Hause noch hatte und welche ich dafür besorgt habe. Ungefähr 10 Euro habe ich dafür ausgegeben, diese schöne pinke Schale zu kaufen, zwei Sukkulenten, ein Ziergras, ein Zebragras, dieses schöne Körbchen mit dem Metallgestell oben drüber und ich glaube, das war's schon. Alles andere, was zum Einsatz kommt, hatte ich noch zu Hause. Das kleine Töpfchen, was ihr da seht, ist eine Klopapierrolle mit Kordel umwickelt und etwas Erde drin. Und dort habe ich dann einen Ableger von einer Sukkulente reingesetzt. Danach mein Körbchen mit Steinen befüllt. Das Ziergras habe ich vorab in diesen Blumentopf gepflanzt und dann alles erstmal grob angeordnet. Für einen schönen Zaun in eurem Garten könnt ihr euch Eisstiele sammeln, in der Mitte auseinanderbrechen, mit schöner Farbe anmalen und dann rundherum als Zaun schön verzieren, so wie ich das hier auch gemacht habe. So, bevor ich jetzt meine Steine in meinem Garten angeordnet habe, habe ich vorab die Schale noch bis oben hin mit Erde gefüllt. Wenn ihr das soweit auch erledigt habt, könnt ihr euch jetzt noch um kleine schöne Details kümmern. Wie zum Beispiel ein schönes Hängeschild aus einer kleinen Holzscheibe. Ein Cocktailschirmchen funktioniert hier bei mir als Sonnenschirm. Aus einer weiteren Holzscheibe und drei kleinen runden Hölzern entsteht ein schöner kleiner Tisch. Und der kleine Holzstuhl stammt aus einem Spielereiter-Set meiner Tochter. Teile des Metallgestells von meinem Körbchen habe ich noch angemalt. Aus einem Metallspieß, der bei dem Körbchen dabei war, und einem der vorhin schon gezeigten Muffinförmchen ist jetzt eine schöne Vogeltränke entstanden. Und das obere Gestell mit der Glasschale eines Öllämpchens dient jetzt als Teelichthalter. Weiter geht's mit dem zweiten Highlight für deine Terrasse oder deinen Balkon. Jetzt siehst du, wie du aus einem kleinen Blumenkasten einen Mini-Teich gestalten kannst. Hierfür stand lediglich das Zebragras auf meiner Einkaufsliste, denn alles andere hatte ich noch zu Hause. Platziert euch zunächst ein bis zwei Pflanzen so in den Blumenkasten, wie ihr sie gerne haben möchtet. In meinem Teich kommen als zweite Pflanze ein paar Ableger meiner Wohnungspflanze zum Einsatz, die ich in ein leeres Nutella-Glas gesteckt, mit Steinen und Wasser befüllt habe und jetzt auf der rechten Seite meines Blumenkastens anordnen werde. Links im Bild seht ihr jetzt wieder zwei meiner Muffinförmchen.
die ich in diesem Fall für meinen Teich pink angemalt habe. Zunächst aber füllt ihr euren Blumenkasten mit großen oder auch kleineren Steinen und anschließend dann mit Wasser. Wenn ihr euren Blumenkasten fertig befüllt habt, dann könnt ihr damit nach draußen gehen und euch einen schönen Platz dafür aussuchen, wo er stehen soll. Jetzt braucht ihr nur noch die bemalten Muffinförmchen auf euer Wasser setzen und ein Teelicht reinstellen. Ich war so kreativ und habe meinen Weihnachtsbaumständer draußen verkehrt herum aufgestellt, um dort meinen Blumenkasten zu platzieren. Damit das Ganze etwas schöner aussieht und noch ein Highlight bekommt, habe ich vorne an meinen Weihnachtsbaumständer noch 3 Quasten angebracht. Und wenn ihr wissen wollt, wie man die selber macht, dann zeige ich euch kurz, wie es geht. Wickelt euch zunächst zwischen 20 und 30 Bahnen Wolle in eine eurer Lieblingsfarben um eure Handfläche. Das Ganze knotet ihr dann an einer Seite zusammen. Und an der anderen Seite schneidet ihr jetzt die Schlaufen auseinander. Etwa 1 Zentimeter unterhalb der zusammengebundenen Seite wickelt ihr jetzt noch 3-4 Bahnen der Wolle drumherum, knotet das auch aneinander und schon ist es fast fertig. Die beiden Enden des Knotens könnt ihr jetzt abschneiden. Und zum Schluss die Fransen unten mit der Schere auf eine Länge schneiden. So sieht mein Mini-Teich in der Abenddämmerung aus und ich kann euch nur sagen, ihr könnt euch drauf freuen, es ist echt wirklich zauberhaft. Denn so super schnell hat man sich 2 wunderschöne Highlights für die Terrasse oder den Balkon gestaltet, die wenig Geld kosten und einfach wirklich schön ausschauen. Ich werde es auf jeden Fall auf meiner Terrasse genießen und bin nicht traurig, dass ich im Urlaub zu Hause geblieben bin. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir bitte einen Daumen hoch da und wenn du gerne noch weitere Videos von mir sehen möchtest, dann klicke einfach oben links auf den Button und abonniere meinen Kanal. Auch kannst du gleich im Abspann noch weitere empfohlene Anleitungen anklicken. Und während ich jetzt hier noch in der Abenddämmerung sitze, könnt ihr euch schon auf nächste Woche freuen, wenn wieder ein neues Video von mir fertig ist. Ich wünsche euch schöne Urlaubstage. Genießt den Sommer und bleibt kreativ!